Gut, wir sind beim letzten Mal stehen geblieben bei der Corporate Governance. Es ging insbesondere erstmal darum, Ihnen überhaupt klarzumachen, was ist Corporate Governance? Corporate Governance umfasst eigentlich alle Regeln, alle Regelwerke, Strukturen und Prozesse zum Führen, aber insbesondere auch zum Überwachen des Managements und eines Unternehmens. Gute Corporate Governance zeichnet sich dadurch aus, dass illegales Verhalten von einzelnen Mitarbeitern verhindert wird, dass es nicht zu Korruption kommt, dass niemand im Unternehmen in die Lage versetzt wird, sich bereichern zu können, dass die Interessen der Stakeholder, insbesondere aber natürlich der Shareholder, geschützt werden. Und dieses Thema ist eigentlich so seit den 90ern sehr stark im Kommen und auch sehr stark in den Unternehmen verankert worden. Warum? Weil es einfach gerade in den 90ern und 2000ern wahnsinnige Skandale gegeben hat, im Rahmen derer Milliarden verbrannt worden sind, Manager sich bereichert haben, es zu Korruptionsskandalen gekommen ist und all diese Gründe dazu geführt haben, dass irgendwann die Unternehmen sich selber verpflichtet haben, hier diese Strukturen einzusetzen oder aber der Gesetzgeber gesagt hat, wir müssen reagieren und wir müssen diese Regeln so einsetzen, dass Unternehmen sich auch daran halten. Ich habe Ihnen Insidergeschäfte beim letzten Mal erklärt. Es gibt viele Bereiche, die von der Corporate Governance betroffen sind. Ein großer Bereich sind die Abschlussprüfer. Bilanzen, Jahresabschlüsse müssen geprüft werden, damit Investoren sich auf die Richtigkeit dieser Abschlüsse verlassen können. Und deswegen werden Unternehmen dazu gezwungen, ihre Jahresabschlüsse von Wirtschaftsprüfern prüfen zu lassen. Und dann stellt sich aber natürlich die Frage, wer beauftragt denn eigentlich diesen Wirtschaftsprüfer? Und das ist in der Regel in Deutschland zumindest der Aufsichtsrat, der den Wirtschaftsprüfer bestellt, um hier verhindern zu können, dass der Vorstand sich einfach den Wirtschaftsprüfer auswählt, der ihm am genehmsten ist. Gut. Das ist das. Es gibt eine betriebswirtschaftliche Sicht und eine juristische Sicht auf die Corporate Governance. Betriebswirtschaftlich ist klar, wir sind als Unternehmen selber ja daran interessiert, dass wir Korruption verhindern wollen, dass wir möglichst auch verhindern wollen, dass sich irgendjemand im Unternehmen bereichern kann. Es hat auch eine juristische Komponente, denn wenn Sie sehen, dass im Unternehmen irgendjemand korrupt ist, Bestechungsgelder akzeptiert, dann setzen sich ja auch juristischen Folgen aus und das Unternehmen kann möglicherweise verklagt werden. Deswegen, das hatte ich beim letzten Mal auch schon erwähnt, es gibt bestimmte Unternehmen, die sehr stark in diesem Bereich sind, auch aufgrund schlechter Erfahrungen. Siemens zum Beispiel. Siemens als großer Anlagenbauer auch, hat häufig das Problem, dass in manchen Ländern im Ausland eigentlich nur Aufträge über Bestechungsgelder bekommen werden können. Und wenn man die Mitarbeiter vor Ort nicht entsprechend kontrolliert, dann passiert es eben ganz schnell, dass man dann vielleicht einen Auftrag für 50 Millionen bekommt, aber der Gesamtkonzern dann schnell auf 1, 2 Milliarden Euro Strafe verklagt wird oder gar keine Geschäfte mehr in einem Land tätigen kann. Und deswegen müssen sie dann auch versuchen, eben hier diese juristischen Folgen abzuschätzen und das dann zu verhindern. Ein Problem, was dem Ganzen zugrunde liegt, ist die Prinzipalagententheorie. Weiß noch jemand, was die Prinzipalagententheorie ist? Worum geht es da? Ja. Ja, es geht genau in die Richtung. Es geht vor allem darum, dass die Angestellten völlig andere Anreize und Ziele haben als die Eigentümer. Als Eigentümer sind sie nur am maximalen Gewinn interessiert, am Shareholder Value. Als Angestellter ist ihnen das völlig egal. Ja, nicht völlig, aber sie sind an ihrem eigenen Gehalt interessiert. Und es ist sehr weit entfernt, dass, wenn das Unternehmen gut läuft, dass sie dann auch 1 Euro auch nur mehr sehen. Sie haben dann bessere Aufstiegschancen, sie kriegen vielleicht einen kleinen Bonus, aber eigentlich haben sie jetzt keinen richtigen Anreiz, sich reinzuhängen, weil jeder Euro, den das Unternehmen mehr Gewinn macht, geht erstmal an die Eigentümer, die aber möglicherweise zu Hause mit ihren Aktien sitzen und mit ihren Anteilen und nicht im Unternehmen tätig sind.
Also gibt es unterschiedliche Anreizstrukturen für die Eigentümer und für die Agenten, für die Angestellten des Unternehmens. Und dadurch, dass beide Gruppen so unterschiedliche Ziele haben und konfliktträchtige Ziele haben, führt das am Ende dazu, dass ihre Mitarbeiter sich nicht so verhalten, wie sie das gerne haben möchten. Und das fängt im Kleinen an. Ich frage jetzt mal nicht, aber der ein oder andere wird das sicherlich sein. Wenn Ihre Eltern Handwerker sind und vielleicht Metzger oder Bäcker, dann werden die Ihnen auch sofort sagen, einen Betrieb zu führen und eine Filiale ist okay, aber sobald Sie eine zweite Filiale aufmachen, fangen die Probleme an. Weil wenn Sie nämlich eine zweite Filiale als Metzger aufmachen und Sie stehen nicht jeden Tag selber auch als Eigentümer in der Filiale, dann wird sofort Schindluder getrieben. Da wird nicht vernünftig verkauft, dann ist das Produkt nicht mehr richtig, dann wird nicht mehr richtig gekühlt und im schlimmsten Fall nehmen einfach die Angestellten die Kasse und greifen rein. So. Also selbst im kleinen fangen diese Prinzipal-Agenten-Probleme schon an, weil letztlich ihre Angestellten eine andere Anreizstruktur haben als sie als Eigentümer. Und das wollen sie natürlich auch abschwächen durch eine gute Corporate Governance. Wenn sie einfach Kontrollstrukturen einrichten, die dazu führen, dass sie sehen können, ja, sie kontrollieren ihre Mitarbeiter. Sie sorgen dafür, dass sich ihre Mitarbeiter an die Regeln halten und auch hier in ihrem Interesse agieren. Und das liegt dem Ganzen hier auch letztlich zugrunde. Corporate Governance als Antwort, als teilweise Antwort auf das Prinzipal-Agenten-Problem. Gut, ja, und das Ganze wird natürlich heutzutage auch sehr stark vom Kapitalmarkt getrieben. Es geht dann um Eingriffsrechte, um Anreizsysteme, Haftungssysteme. Sie können ja nicht nur Anreize setzen im positiven, sondern Sie können auch Anreize im negativen Sinne setzen, dass Sie nämlich sagen, wenn du dies oder das tust, wirst du bestraft. Ja, dann gibt es weniger Gehalt, dann gibt es Abzüge oder ich verpetze dich. Sie müssen dann auch Ihre Mitarbeiter kontrollieren, es gibt dann entsprechende Kompetenzen. Und das alles ist in Deutschland an verschiedensten Stellen gesetzlich und auch nicht gesetzlich geregelt. Die einfachsten Regelungen finden Sie direkt im Aktiengesetz. Im Aktiengesetz haben Sie zum Beispiel hier den 91 Absatz 2. Da wird schon direkt gefordert, dass eine Aktiengesellschaft ein Überwachungssystem einrichten muss. Es müssen auch mittlerweile die Bezüge der Vorstandsmitglieder bei großen kapitalmarktorientierten Unternehmen, die müssen veröffentlicht werden. Weil man da sagt, zumindest in Deutschland, es macht Sinn, wenn auch die Manager von großen Top-Unternehmen, wenn die ihre Bezüge offenlegen müssen, weil dann weiß man letztlich, was die verdienen und man kann besser beurteilen, ob die auch ihr Geld wert sind. Ja? Der Aufsichtsrat muss mindestens zweimal tagen. Es gibt eine Pflicht, dass man bestimmte Informationen preisgeben muss. All das betrifft die Corporate Governance eines Unternehmens. Gut. Und dann gibt es auch noch, ist er hier aufgeführt? Nein. Genau, hier ist er. Der Deutsche Corporate Governance Codex. Ist auch sehr interessant und spannend zu sehen. Unternehmen agieren häufig so, dass sie natürlich nicht nur darauf warten, dass der Gesetzgeber irgendwas regelt, sondern als Präventionsmaßnahme tun Unternehmen häufig was. Sie machen es einfach freiwillig in abgeschwächter Form. Und irgendwann sind die deutschen Unternehmen mal auf die Idee gekommen und haben gesagt, wir gehen mit Wissenschaftlern, setzen uns mit Wissenschaftlern zusammen und wir entwickeln einen freiwilligen Kodex. Das ist der Deutsche Corporate Governance Codex. Und der beschäftigt sich vornehmlich mit diesem Beziehungsgeflecht zwischen Aktionären, Vorstand und Aufsichtsräten bei Aktiengesellschaften, weil es da eigentlich am relevantesten ist. Und dort werden gesetzliche Verpflichtungen aus dem GmbH-Gesetz, dort werden die konkretisiert, weiter erweitert und die Einhaltung dieser freiwilligen Regeln, die Einhaltung wird empfohlen, ist aber natürlich nicht gesetzlich vorgeschrieben, aber laut § 161 Aktiengesetz müssen sich die Unternehmen und müssen sich Vorstand und Aufsichtsrat zumindest dazu äußern, ob sie sich freiwillig daran halten oder aber ob sie sich nicht daran halten und wenn ja, warum nicht. Also sie müssen dann zumindest sagen, warum setzt ihr nicht den deutschen Corporate Governance Codex bei euch um? Und in vielen Bereichen, bei großen Unternehmen, wo Corporate Governance und Compliance ein großes Thema ist, mit Compliance meint man das Einhalten aller rechtlichen Regeln im Unternehmen. Dort gibt es dann tatsächlich sogar einen Vorstand für solche Tätigkeiten, nämlich den Chief Compliance Officer. Das ist dann derjenige, der dafür Sorge zu tragen hat,
dass Corporate-Governance-Regeln eingehalten werden, dass nirgendwo im Unternehmen gegen das Gesetz verstoßen wird und das ist auch dann derjenige, der dann solche Dinge letztlich dann auch an den Gesamtvorstand tragen muss und notfalls dann auch die Staatsanwaltschaft informieren muss, wenn es da um Bestechung, Bestechlichkeit und ähnliche Dinge geht. Okay. Ja, gut. Nur als letzte Ergänzung. Die Haftungsfrage, gerade bei den Aktiengesellschaften, ist eine sehr große, denn sie sind ihren Eignern, ihren Aktionären gegenüber haftbar, wenn sie einfach unnötig im Unternehmen, in der Aktiengesellschaft Geld verbrennen. Heißt letztlich, sie können von ihren Eigentümern verklagt werden und das passiert auch regelmäßig. Und ich hatte Ihnen schon mal, glaube ich, beim letzten Mal gesagt, dass für diesen Zweck auch Aktiengesellschaftsvorstände und Aufsichtsräte eine sogenannte D&O-Versicherung haben. Also eine Versicherung dagegen, dass sie haftbar gemacht werden von ihren Eigentümern, von ihren Aktionären, wenn sie sich nicht illegal verhalten haben, aber wenn sie einfach vorsätzlich schlecht und möglicherweise auch mit Absicht hier die Werte des Unternehmens verbrannt haben. Gut. Also da gibt es dann Schadensersatzklagen, es gibt auch eine Organhaftung des Vorstandes und des Aufsichtsrates, wenn die ihren Job nicht richtig machen. Dann wird geklagt, das dauert Jahre und da kann man ab und zu auch mal was in der Zeitung drüber nachlesen. Gut, haben Sie Fragen zu Themen der Corporate Governance? Allgemein zu den Rechtsformen? Weil dann haben wir die jetzt nicht abschließend besprochen und kommen dann zum Bereich Planung und Kontrolle. Falls ich das noch nicht erwähnt hatte, Management und Unternehmensführung beinhaltet eigentlich immer drei große Komponenten, auch Risikomanagement. Sie müssen etwas planen und dann, wenn Sie Ihren Plan entworfen haben, dann müssen Sie diesen Plan durchsetzen und Maßnahmen treffen. Und wenn Sie Maßnahmen getroffen haben, dann müssen Sie kontrollieren und überprüfen, ob diese getroffenen Maßnahmen den Zweck erfüllt haben, den sie eigentlich hatten und ob die Ziele, die sie sich vorgenommen haben, ob die erreicht worden sind. Ich werde mal kurz das Licht umschalten, weil ich glaube, die Fotografen sind mittlerweile weg. Raumfunktion. Genau. So. Fällt das Einschlafen ein bisschen leichter. Ne? Und wir kommen jetzt zu dem ersten Teil, nämlich zur Planung und dann anschließend auch zur Unternehmenskontrolle. Also wir wollen uns überlegen, was beinhaltet eigentlich Planung? Und Sie werden vielleicht jetzt schon, aber spätestens ab dem nächsten Semester, werden Sie drei Begriffe immer wieder häufiger hören, nämlich Sie werden Plan- und Sollgrößen, sogenannten Istgrößen, gegenüberstellen. Das ist eigentlich relativ simpel. Sie könnten zum Beispiel sich überlegen, Sie sind in Ihrer Pizzeria und Sie möchten jetzt Ihren Umsatz planen. Dann gehen Sie erstmal her und sagen, gut, ich öffne jetzt meine Pizzeria, ich habe am Tag 10 Stunden auf, pro Stunde erwarte ich irgendwie 10 Pizzen, macht also am Tag 100 Pizzen, 100 Pizzen, durchschnittlichen Umsatz von sagen wir 6 Euro, macht 600 Euro Tagesumsatz. So, dann ist das Ihre Plangröße, dann ist das Ihr Plan. Und dann überlegen Sie sich am Ende des Tages, wie viel habe ich denn jetzt eigentlich tatsächlich verkauft? Und wenn Sie feststellen, Sie haben nur 500 Euro Umsatz gemacht, dann stimmte Ihr Plan nicht. Irgendwas ist anders gekommen, als Sie es gedacht haben, dann müssen Sie darauf reagieren. Und dann haben Sie genau diesen Zyklus, Sie planen etwas, Sie kontrollieren etwas, Sie treffen dann auch eventuell Maßnahmen, dass Sie sagen, ich muss die Preise senken, ich muss die Qualität verbessern, ich muss mehr Werbung betreiben. Dann haben Sie eine Maßnahme und dann stellen Sie fest, oh, jetzt steigt mein Umsatz auf 800 Euro und Sie stellen fest, Maßnahme war gut und Sie verfahren so weiter oder Sie reagieren anders. Also, Unternehmensführung, Management heißt, Sie müssen Entscheidungen vorbereiten und Entscheidungen treffen. Und wenn Sie eine Entscheidung treffen möchten, müssen Sie sich überlegen, was sind denn eigentlich meine Handlungsalternativen? Das ist auch die Planungs- und dieser Vorbereitungsschritt für die Entscheidung. Und Sie sehen hier auf der Folie, was das jetzt alles sein soll. Entscheidung ist eine Wahl einer Handlungsalternative. Plan ist eine getroffene, noch nicht umgesetzte Entscheidung. Sie brauchen dafür Ziele und Zielvorgaben. Ich glaube, das ist aber relativ selbsterklärend. Am Ende
müssen Sie einfach sehen, Sie können keine Entscheidung treffen, ohne dass Sie diese Entscheidung mit einer Planung vorbereitet haben. Ja? Sie brauchen für jede Planung Ziele, weil wenn Sie sich nicht selber sagen, ich will meinen Umsatz optimieren, ich will meinen Gewinn maximieren, bringt Ihnen kein Plan etwas. Ja? Und ohne Kontrolle können Sie auch nicht beurteilen, ob wirklich die getroffene Maßnahme und ob die Planung gut gewesen sind. Und an dem Beispiel der Pizzeria sehen Sie schon. Also Sie brauchen Handlungsalternativen. Mehr Werbung, niedrigere Preise, anderer Standort, andere Produkte. Da müssen Sie sich überlegen, was würde das bewirken. Dann haben Sie eine Planung. Sie treffen eine Entscheidung. Sie sagen, Sie machen mehr Werbung. Und dann müssen Sie überprüfen, ob diese getroffene Entscheidung, ob die zum Erfolg geführt hat. Gut. Sie werden dann Sollgrößen und Istgrößen miteinander vergleichen. Also Sollgröße ist das, was Sie sich im Vorfeld überlegt haben, was Ihre Planung Ihnen sagt. Das sind die gesetzten Ziele. Wenn Sie dann sehen, die Istgröße weicht ab von den Sollgrößen, dann müssen Sie entweder darauf reagieren oder Sie freuen sich, weil auch es natürlich vorkommen kann, dass Sie mit Ihren Istgrößen zum Beispiel Ihre Umsätze deutlich übersteigen. Sie verkaufen viel mehr als geplant. Dann freuen Sie sich natürlich auch. Gut. Wenn Sie eine solche Divergenz feststellen zwischen Soll- und Istgröße, müssen Sie die Ursachen dafür identifizieren und dann überlegen, ob es dort Fehler im Planungsprozess gegeben hat. Was hat dazu geführt, dass es so eine Abweichung von Soll- und Istgröße gegeben hat? Und dann sollten Sie versuchen, beim nächsten Mal diese Fehler natürlich abzustellen. Sie werden also Ihre Plangrößen und Sollgrößen werden Sie anpassen und erhöhen oder erniedrigen. Üblicherweise sollte es also ein solches Feedback geben nach der Planung und der Kontrolle, sodass Sie dann Ihren Plan auch verbessern können. Das wird häufig standardisiert gemacht. Sie könnten also sich zum Beispiel bei der Pizzeria überlegen, das mache ich nicht täglich, ich mache das jeden Monat. Vielleicht auch nur jedes Jahr, weil ich weiß, es gibt bestimmte Zyklen. Es macht jetzt keinen Sinn, wenn ich sofort Panik schiebe, wenn ich nach einer Stunde irgendwie zu wenig Pizzen verkauft habe, sondern es macht Sinn, am Ende des Tages, am Ende einer Woche, am Ende eines Monats die Pläne mal zu bearbeiten. Und eigentlich ist das trivial. Ja? Wenn Sie selber sich vornehmen würden, Sie würden eine Pizzeria aufmachen. Ist ja nicht so abwegig. Wie gesagt, Kommilitonen von mir haben das damals in Passau gemacht. Die haben einfach festgestellt, es gibt um die Mensa und um die Uni herum gibt es keine Alternativen. Und den Mensa-Fraß will man vielleicht nicht Tag ein, Tag ausessen. Also, was meine ich? Ich mache eine Pizzeria auf. So. Ist mittlerweile eines der bestlaufenden Unternehmen da in Passau mit, ich glaube, 6 Filialen, ja, von Studenten gegründet. Die werden sich ja auch überlegt haben, ich muss, damit ich das Unternehmen vernünftig führe, muss ich am Ende des Tages wissen, was habe ich denn eigentlich erwirtschaftet? Was habe ich an Umsätzen erzielt? Was kommt jede Woche rein? Und dann ist auch klar, ich mache das nicht jede Stunde, sondern bei solchen gerade gastronomischen Betrieben werde ich das am Ende einer Woche oder am Ende eines Monats machen, weil ein Montag ist ein anderer Tag als ein Samstag. Und dann versuche ich, meine Planung zu verbessern. Das sieht man dann hier in einer dieser schönen Übersichtsabbildungen. Ich habe erstmal Ziele. Ich muss dann eine Planung vornehmen. Ich muss mich für eine Handlungsalternative entscheiden. Und wenn ich mich entschieden habe, muss ich das Ganze kontrollieren und dann einmünden lassen in eine verbesserte Planung. Okay. Das ist erstmal so das Vorgeplänkel gewesen. Das ist eigentlich Management. Ich brauche Ziele, ich muss mir eine Planung zurechtlegen, ich muss mir überlegen, was sind meine Handlungsalternativen, ich muss mir überlegen, warum entscheide ich mich für welche Handlungsalternative, die muss ich durchführen und dann muss ich das Ganze kontrollieren und eine bessere Planung vornehmen. Jetzt gehen wir nochmal ganz zum Anfang und überlegen uns, was sind denn eigentlich die Rahmenbedingungen für Entscheidungen, die ich treffen kann. Rahmenbedingungen sind unbedingt zu beachtende, aber zumindest kurzfristig nicht zu ändernde Daten, sprich Fakten, innerhalb derer sich Planen und Entscheidungen vollziehen. Ich kann dann zwischen exogenen und endogenen Rahmenbedingungen unterscheiden. Exogene Rahmenbedingungen sind vorgegeben und können nicht verändert werden und damit muss ich sie akzeptieren, so wie sie sind. Zum Beispiel, was könnten das für Beispiele sein? Sind ja alle ein bisschen am Quasseln. Vielleicht haben wir ein paar Beispiele.
wenn zum Beispiel in derselben Straße, wo ich meinen Laden habe, ein anderes Unternehmen auszieht, dann ist das weniger los und ich habe weniger Potenzial. Ja, schon sehr speziell. Also ein anderes Unternehmen in der gleichen Straße zieht aus und ist dann weg. Mit allen Konsequenzen, die das für mich haben kann. Noch konkreteres Beispiel für exogene Rahmenbedingungen, die ich gar nicht beeinflussen kann. Ja? Steuern, ganz typisch. Steuersätze kann ich nicht beeinflussen. Was noch? Wo ist es dann? Ja? Ja, gesetzliche Vorschriften, zum Beispiel Verbraucherschutzregelungen, Gesetze zum Jugendschutz, wenn ich jetzt an die Gastronomie denke. Tricky wird das schon bei der Frage Lieferantenpreise. Bei einer kleinen Pizzeria, beim kleinen Betrieb, werde ich meine Lieferantenpreise vermutlich nicht beeinflussen können. Aber wie sieht das aus, wenn ich Daimler bin? Da ist es eventuell schon eher endogen. Das sind zwar Rahmenbedingungen für mich, aber die kann ich zu einem gewissen Grade selber beeinflussen. Ja, endogene Rahmenbedingungen sind also solche, die ich auch im System selber heraus beeinflussen kann. Möglicherweise nicht kurzfristig, aber vielleicht zumindest lang- und mittelfristig. Produktionskapazität, Qualifikation der Arbeitnehmer. Ich kann ja meine Arbeitnehmer auch selber schulen und weiterbilden. Das sind Dinge, die kann ich möglicherweise beeinflussen. Gut. Wenn es Veränderungen in den Rahmenbedingungen gibt, also wie gerade beschrieben, irgendein anderes Unternehmen zieht aus der Straße aus, dann ist klar, dass diese veränderten Rahmenbedingungen Planungs- und Entscheidungsbedarf verursachen und ich dann auch meine Ziele und Zielvorgaben neu formulieren oder ändern muss. Wenn ich also beispielsweise sehe, machen Sie mal ein konkretes Beispiel. Was könnte passieren? Nehmen wir jetzt mal das Beispiel mit der Pizzeria. Welchen Planungs- und Änderungsbedarf würden Sie sofort sehen, wenn sich Rahmenbedingungen ändern? Ich gebe Ihnen jetzt mal ein gar nicht so triviales Beispiel, nicht aus der Pizzeria. Steuersätze, exogene Rahmenbedingungen. Weiß zufällig jemand, was den Hotels von Schwarz-Gelb vor einigen Jahren mal geschenkt wurde? Und das war ein vergiftetes Geschenk, würde ich jetzt mal sagen. Weiß das jemand? Waren alle wahrscheinlich noch nicht im Hotel. Niemand? Steuern? Hotels? Ja, das ist der Grund, warum die FDP aus dem Bundestag gekommen ist. Weil das das Paradebeispiel für Klientelpolitik war, dass man ihn dann übergenommen hat. Schwarz-Gelb hat den Mehrwertsteuersatz für Hotelübernachtungen gesenkt auf den Steuersatz, den sie sonst zum Beispiel nur bei Lebensmitteln haben. Nämlich von 19 auf 7%. Ändert alles. Ne? Die Hoteliers haben sich gefreut, weil die haben 100 Euro für eine Nacht genommen, sagen wir mal. Vorher mussten sie 19% Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer abführen, jetzt nur noch 7%. Aber, deswegen war es etwas vergiftet, Problem war, es war jetzt eben nicht nur einfach so, dass sie einfach mehr Gewinn erzielen konnten. Nein, es gibt nämlich noch eine Besonderheit. Frühstück ist eine Bewirtschaftung und ist genauso wie eben ein Essen im Restaurant mit 19% zu besteuern. Das ist übrigens auch in Restaurants der Unterschied. Wenn Sie etwas zum Mitnehmen holen, dann zahlen Sie 7%. Wenn Sie sich hinsetzen, zahlen Sie 19%. Ändert nichts am Preis, aber der Gastronom, der freut sich, weil alles, was er Takeaway nicht verkauft, da muss er nur 7% abführen. Also wenn Sie solche Steuersätze ändern, führt das zu ganz gravierenden Änderungen in Ihrer Planung. Denn wenn Sie heutzutage ein Hotelzimmer buchen, passiert was? Sie werden grundsätzlich gefragt, möchten Sie ein Frühstück, ja oder nein? Früher war es so, dass Sie die Hotelzimmer eigentlich immer nur mit Frühstück buchen konnten und Sie konnten das Frühstück nicht wirklich abbestellen. Heutzutage müssen Sie das Frühstück immer explizit dazu bestellen. Wozu führt das? Den Hoteliers sind die Frühstückseinnahmen weggebrochen, weil im Zweifelsfall sagt man, nee, da gehe ich lieber zum Bäcker um die Ecke und hole da ein Brötchen. Das ist so ein Fall. Sie haben plötzlich eine Steueränderung.
Und das ändert Ihre Planung ganz massiv, weil Sie müssen darauf reagieren und Sie müssen sich darauf einstellen, dass Sie völlig andere Nachfragesituationen haben. Nach Zimmern, aber auch zum Beispiel nach anderen Dienstleistungen wie dem Frühstück. Ja? Und dann müssen Sie Ihre Planung ändern und Sie müssen darauf reagieren. Ja? Das, was heutzutage dann bei Hotels häufig gemacht wird, ist, dass man dann sagt, Sie kriegen irgendwie besondere Pakete, besonders vergünstigt dann mit Frühstück. Ja? Das ist so ein Beispiel hierfür. Solche Änderungen bieten häufig Chancen und Risiken. Ja? Also wenn Sie natürlich sehen, Sie haben so eine Steueränderung, dann kann es sein, dass es Vorteile für Sie. Es kann auch sein, dass das eben dann eher Risiken für Sie birgt und Sie müssen Ihre Planung entsprechend anpassen. Gutes Management erkennt man daran, dass natürlich solche Veränderungen in Rahmenbedingungen und Handlungsalternativen frühzeitig erkannt werden und die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Also wenn Sie sehen, es gibt bestimmte Veränderungen, wenn Sie jetzt, bleiben wir bei dem Beispiel, wenn Sie sehen, Sie sind in der Straße und da ziehen plötzlich all Ihre Konkurrenten aus, dann können Sie sich ja schon frühzeitig darauf einstellen, dass möglicherweise die Kundschaft zu Ihnen kommt. Wenn irgendwelche Publikumsmagneten aus der Straße ausziehen und Ihnen demnächst die Kundschaft wegbricht, dann können Sie ja versuchen, eventuell auch Ihr Geschäft irgendwo anders hin zu verlagern. All das wären vorausschauende Entscheidungen des Managements und Sie können dann hier einfach auch ein gutes Management von einem schlechten Management unterscheiden und sehen, wie gut auch Manager sich auf solche sich ändernden Rahmenbedingungen dann einstellen können. Okay. Sie müssen, wenn Sie eine Planung sich zusammenstellen, müssen Sie Prognosen erstellen. Genauso, was ich gerade gemacht habe für die Pizzeria, ist ja nichts anderes als einfach eine Umsatzprognose. Wie viele Leute kommen heute? Na, sagen wir 100, zahlen alle im Durchschnitt 6 Euro, macht eine Umsatzprognose von 600 Euro. Und Sie können dann zwei Arten von Planung unterscheiden. Eine deterministische und eine stochastische. Bei der deterministischen gehen Sie einfach davon aus, dass eine Entscheidung unter Sicherheit ist. Das werden Sie in den seltensten Fällen wirklich haben. Wenn Sie wirklich genau wissen, oder andersherum, wo würden Sie sich im Unternehmen Situationen vorstellen können, wo etwas wirklich deterministisch ist, wo Sie keinen Zufallseinfluss haben? Insbesondere, nächstes Jahr tritt ein Gesetz in Kraft. Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel. Wenn Sie schon wissen, es gibt demnächst eine Gesetzesänderung, die tritt aber erst ab 1.1.2019 in Kraft, dann ist das natürlich eine Entscheidungssituation unter Sicherheit, weil Sie müssen sich dran halten. Das ist sehr schön. Ich hätte jetzt noch an was anderes gedacht. Ich denke, viele Entscheidungen, was die Produktionsseite betrifft, werden Sie Entscheidungen unter Sicherheit haben. Ich weiß, zumindest kurzfristig, nächste Woche habe ich einen Ofen da stehen und ich kann 100 Pizzen produzieren. Ich habe die Maschinen am Laufen oder ich bin Stromversorger, ich habe ein Kraftwerk, das läuft und muss laufen. Dementsprechend werde ich angebotsseitig 10.000 Euro produzieren. Das ist dann nicht so unsicher, weil ich einfach weiß, was ich sowieso produzieren kann. Ich kann es vielleicht auch nicht kurzfristig ändern. Unter Unsicherheit, eine stochastische Planung, muss ich dann aber eher schon dafür vornehmen, was verkaufe ich denn eigentlich? Wie viel wird mir abgenommen? Das ist wirklich unsicher. Und wenn ich mir unsicher bin hinsichtlich der Umweltzustände und ihrer Eintrittswahrscheinlichkeiten, dann ist das eine Entscheidung unter Unsicherheit. Genauer genommen, wenn ich die Eintrittswahrscheinlichkeiten kenne, dann ist das eine Entscheidung unter Risiko. Nur nebenbei, es macht einen Unterschied aus. Wenn ich weiß, kann das vielleicht jemand erkennen oder sich vorstellen, was da der Unterschied ist zwischen völliger Unsicherheit und einer Entscheidung unter Risiko? Der Unterschied ist, dass ich unter Risiko zumindest Eintrittswahrscheinlichkeiten kenne. Wer kann mir eine Entscheidung unter Risiko nennen? Das typische Beispiel für eine Situation, wo etwas unter Risiko passiert, wo ich zumindest die Alternativen kenne und die Eintrittswahrscheinlichkeit, ich aber nicht weiß, was am Ende rauskommt. Ja? Eine Fusion. Ach,
schon, ja, weiß ich nicht, wieso Fusion? Weil es ja so übersichtlich sein kann, dass man dann nicht genau weiß, was genau noch. Ja, schon sehr, sehr konkret gedacht, also eine Unternehmensfusion. Ich dachte jetzt eher an Lotto. Ja? Oder ein Würfel. Beim Würfel ist klar, was rauskommt. 1, 2, 3, 4, 5 oder 6. Ich weiß noch nicht, was rauskommt, aber ich kann auch sagen, jede Zahl bei einem fairen Würfel kommt mit Wahrscheinlichkeit 1/6 raus. Und das ist eine Entscheidungssituation unter Risiko. Wenn es völlig unsicher wäre, wüsste ich gar nicht, was rauskommen kann. Ja? Und das ist dann in der Entscheidungs- und Risikotheorie hier die Unterscheidung. Okay. Häufig habe ich auch einen Planungszeitraum, den ich betrachte. Der kann mal kürzer und mal länger sein. Und häufig gehe ich auch so vor, dass ich einfach den aktuellen Ist-Zustand als Planungsgrundlage nehme. Heißt einfach, wenn ich heute 100 Pizzen verkauft habe, dann ist das auch meine Planung für morgen und für nächste Woche. Und dann werde ich natürlich immer auch meine Plangröße kontinuierlich anpassen und werde mich natürlich da an den Ist-Größen orientieren. Jetzt kann man sich überlegen, wenn ich Prognosen erstellen möchte. Nehmen wir mal wieder die Umsatzprognose für die Pizzeria. Gibt es zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit ist, dass ich sage, ich gehe her und verwende eine Zeitreihenanalyse. Was heißt Zeitreihenanalyse? Ich kann jetzt leider so ganz schlecht hier zeichnen. Ich versuche es einfach mal. Schön. Ich befrage drei Personen. Dann nennt man das einen Querschnitt. Wenn ich Sie alle jetzt frage, mögen Sie Pizza? Nein, ein Querschnitt. Eine Querschnittsanalyse. Wenn ich Sie heute, morgen, übermorgen, übermorgen frage, mögen Sie Pizza, habe ich eine Zeitreihe. Eine Beobachtungsperson über einen längeren Zeitraum betrachtet, dann ist das eine Zeitreihe. Und wenn ich Sie alle heute, morgen, übermorgen frage, ich also letztlich mehrere Personen zu mehreren Zeitpunkten befrage, habe ich ein sogenanntes Panel. Es gibt ein ganz berühmtes Panel, nämlich das sozioökonomische Panel in Deutschland. Da werden Haushalte befragt, jedes Jahr. Und dann hat man einen Panel-Datensatz, mehrere Haushalte, viele Haushalte in vielen Jahren. Und hier könnte man jetzt sagen, wir nehmen eine Zeitreihenanalyse. Da gibt es statistische Verfahren, da könnte ich jetzt einfach sagen, ich möchte mir anschauen, wie verändert sich denn der Umsatz heute, morgen, übermorgen, überübermorgen. Und das Einfachste ist, dass ich einfach hergehe und sage, ich schaue mir das im Trend an. Ich habe hier etwas, hier, ich habe hier etwas und hier. Ja, und dann würde ich sagen, dann lege ich einfach irgendwie eine Kurve durch und sehe, ich habe einen ansteigenden Trend in meiner Zeitreihe. Und dann freue ich mich, weil die Umsätze steigen weiterhin. Ich würde sowas auch auf jeden Fall, selbst als kleiner Handwerker, würde ich, oder als Gastronom, würde ich doch sowas einfach auch mal alleine schon in Excel über mehrere Wochen machen, um zu sehen, wann habe ich eigentlich die Umsätze. Wann habe ich meine Stoßzeiten und dann würde ich danach entscheiden, wann mache ich meinen Ruhetag. Wenn ich sehe, montags kommt niemand, dann mache ich Montag Ruhetag zum Beispiel. Ja? Also ganz simple Methoden erstmal, die natürlich auch hinterher in der Statistik und Ökonometrie noch viel ausgefeilter werden. Aber mit solchen Zeitreihenanalysen kann ich versuchen, eine Prognose zu erstellen. Die Delphi-Methode geht dagegen so vor, dass ich sage, ich mache eine diskursive Befragung von Experten. Ich würde jetzt einfach mal rumgehen, bei Pizzerien wird es nicht klappen. Ja, oder ich könnte einfach mal eine Umfrage starten, wann esse ich eigentlich Pizza? Wann holen Sie sich eine Pizza? Dann würden Sie vielleicht alle sagen, ja, immer Samstag. Sie sagen vielleicht, ja, Sonntagabends, wenn ich keine Zeit zum Kochen habe. Und der Rest würde sagen, ja, mal Montags, mal Dienstags. Und dann wüsste ich sofort, okay, wann habe ich eigentlich mal Umsätze? Ja, Sie wären in dem Beispiel, wären Sie dann die Experten. Da gibt es sicherlich bessere Beispiele dafür, wie ich solche Expertenbefragungen machen kann. Und dann würden die mir sagen, ja, wir erwarten für nächstes Jahr einen Absatz von 2000 Maschinen. Wir erwarten einen Verkauf von 5000 Schuhen, Paar Schuhen oder ähnliches. Dann könnte ich auch eine Szenarioanalyse machen. Bei der Szenarioanalyse überlege ich mir einfach, was ist denn das Best-Case-Szenario, was ist das Worst-Case-Szenario.
Best-Case-Szenario, seien Sie mal kreativ. Überlegen Sie sich einfach mal ein Best-Case- und Worst-Case-Szenario für die Pizzeria. Best-Case-Szenario? Wer was? Ja? Ja, ich verbrauche meine ganzen Zutaten. Noch extremer, noch positiver. Weil dann würde ich sagen, ja, passen Sie Ihre Planung an und kaufen einfach mehr Mehl. Ich hätte jetzt bei der Pizzeria noch gedacht, wenn der Ofen 24/7 brennt, ne, wenn im Ofen kein Platz mehr ist für eine zusätzliche Pizza, dann würde ich sagen, wenn der rund um die Uhr gebacken wird, wie in der Großbäckerei, dann ist das das Best-Case-Szenario. Worst-Case-Szenario ist natürlich, gut, könnte ich sagen, wenn ich keine einzige Pizza verkauft bekomme. Ich würde jetzt aber bei so einem gastronomischen Betrieb erstmal sagen, na, Worst-Case-Szenario ist eher, ich habe am Tag irgendwie 3-4 Kunden, sodass ich noch nicht mal den Ofen aufstellen kann. Ja? Dann habe ich die Kosten und keine richtigen Umsätze. Und dann versuche ich mir Szenarien zu überlegen, Best-Case, Worst-Case. Und ich versuche natürlich auch mir ein Szenario zu überlegen, das am wahrscheinlichsten ist. Dann kann ich das auch gewichten, ich kann mir das im Durchschnitt anschauen und dann würde ich so mit solchen Szenarioanalysen würde ich versuchen, hier eine Prognose zu erstellen für meine Umsätze, für meine Gewinne. Gut. Ich brauche, das haben Sie schon gemerkt, um so etwas sinnig planen zu können, brauche ich aber Ziele. Ich brauche Zielvorgaben, sodass ich auch weiß, woraufhin ich überhaupt meine Planung ausrichten muss. Und eine Zielvorgabe ist jetzt die Quantifizierung eines Ziels im Sinne einer Messgröße. Ich kann dann auch Ober-, Zwischen- und Unterziele angeben und manche Ziele sind natürlich wichtiger als andere. Und jetzt frage ich Sie, was sind die wichtigen Ziele im Unternehmen? Was steht ganz oben? Hier bleibt jemand dran. Ja? Gewinne. Umsatz gar nicht mal so sehr. Die führen hoffentlich zu guten Gewinnen und hohen Gewinnen. Gewinne. Auch noch wichtiger als Gewinne. Ja? Fortbestehendes Unternehmen, ja, ist ein langfristiges Ziel. Hängt auch mit Gewinnen zusammen. Was ist noch wichtiger als Gewinne? Als absolute Gewinne. Rendite. Sie wollen einen Return haben. Wenn ich Ihnen sage, dass Daimler letztes Jahr 50.000 Euro Gewinn gemacht hat, würden Sie sagen, oh, haben Sie die irgendwo zufällig gefunden oder haben Sie da einfach aus den Getränkeautomaten die Reste zusammengesammelt und 50.000 Euro zusammengetan? Dann würden Sie sagen, bei Daimler 50.000 Euro, naja, echt mickriges Ergebnis. Wenn ich Ihnen sagen würde, ich habe irgendwie nebenbei noch eine Pizzeria und mache da 50.000 im Monat, ich tue was anderes. Also es kommt auf den Kapitaleinsatz und natürlich auch auf die Periode an, üblicherweise ein Jahr, aber vor allem auf die Rendite pro eingesetzten Euro Kapital. Und wenn Sie sehen, mit einem Euro Eigenkapital erwirtschaften Sie 20 Cent Gewinn, dann haben Sie eine Eigenkapitalrentabilität, eine Rendite von 20%, das ist top. Ja? Wenn Sie 50.000 Euro bei Daimler nehmen, geteilt durch so und so viele Milliarden Eigenkapital, dann sind Sie quasi bei Null. Und das ist nicht schön. Also, Sie brauchen wichtige Ziele. Es ist in den meisten Fällen Gewinne, sprich Eigenkapitalrentabilität, hohe Umsätze natürlich auch, niedrige Kosten. Was sind noch weitere Ziele, bei denen Sie auch möglicherweise sagen würden, die sind nicht so hoch zu gewichten und nicht so stark zu gewichten? Nennen Sie einfach mal ein paar Ziele. Was sind Ziele für Sie als Unternehmer? Ich gehe gleich durch die Reihe und frage ihn. Mitarbeiterzufriedenheit. Dann automatisch auch Marktanteile ausbauen. Kundenzufriedenheit. Mitarbeiterzufriedenheit, Kundenzufriedenheit. Okay. Wachstum. Sie wollen wachsen. Fortbestandes Unternehmen, hatten wir schon. Was noch? Ja? Innovationstätigkeit, man könnte auch sagen, Dienst einer Gesellschaft. Image, Reputation, hilft Ihnen auch. Ja? Sie merken schon, vieles ist am Ende wieder zurückzuführen auf die Eigenkapitalrentabilität,
Weil wenn Sie ein gutes Image haben, wenn Ihre Kunden zufrieden sind, wenn Ihre Mitarbeiter zufrieden sind, gute Produkte herstellen, am Ende werden Sie einfach höhere Umsätze haben, mehr verkaufen und höhere Gewinne haben. Dementsprechend sind das häufig subsidiäre Ziele. Und ganz oben steht natürlich die Rentabilität und der Fortbestand des Unternehmens. Sie sollten sich auch an Gesetze halten, klar. Das sind alles Ziele. Bei Zielen, und Sie merken schon, man will dann gerne die eierlegende Wollmilch sauber haben. Ziele widersprechen sich teilweise oder ergänzen sich auch oder sind völlig indifferent zueinander. Dementsprechend unterscheiden wir zwischen der Zielkonkurrenz, der Zielkomplementarität und der Zielindifferenz. Manche Ziele sind völlig losgelöst voneinander, manche Ziele bedingen sich und ergänzen sich und andere Ziele stehen klar im Konflikt zueinander. Geben wir mal Beispiele für zwei Ziele, die im starken Konflikt zueinander stehen. Ja? Ja, sehr schönes Beispiel. Renditeziel und Umweltschutz stehen häufig im Zielkonflikt zueinander. Ist leider so. Welche Ziele ergänzen sich? Klar, hoher Umsatz, hoher Gewinn. Ja? Kundenzufriedenheit, Renditeziel, ist auch klar. Wenn die Kunden zufrieden sind, ne? Ist aber natürlich nicht immer zu 100% gegeben. Also ich kann natürlich meinen Kunden auch den roten Teppich ausrollen, dann verbrenne ich irgendwann nur noch Gewinn, meine Kunden sind wahnsinnig zufrieden, aber ich habe eventuell nicht mehr die Rendite, die ich gerne hätte. Also da gibt es ein Optimum. Und welche Ziele sind indifferent? Fällt Ihnen da irgendwas ein? Zu einem gewissen Grad leider auch Mitarbeiterzufriedenheit. Also auch da, genauso wie bei der Kundenzufriedenheit, irgendwann haben Sie einen Punkt erreicht, da müssen Sie jetzt auch nicht irgendwie Geld unnötig an Ihre Mitarbeiter ausschenken und verteilen, nur damit die noch einen Tacken glücklicher sind. Ja, da ist die, es geht, die Grenze liegt da ganz weit oben. Also da sind dann die Ziele möglicherweise auch dann eher indifferent. Das Ganze kann man sich grafisch anschauen. Sie sehen also den Realisierungsgrad von zwei Zielen und da kann es dann sein, dass die Ziele miteinander in Konkurrenz stehen. Sie können sich möglicherweise komplementär zueinander verhalten oder sie sind eben einfach völlig indifferent. Ich kann Ziel 1 erreichen, ohne dass es einen Einfluss auf Ziel 2 hat. Okay. Sie müssen dann Ihre Ziele gewichten. Und Sie müssen sich überlegen, was ist wichtig, was ist unwichtig. Ja, Sie haben eine Frage. Warum ist das Renditeziel? Sie wollen wissen, warum das denn. Weil letztlich die unternehmerische Tätigkeit von den Eigentümern, von den Eigenkapitalgebern finanziert wird. Und die wollen natürlich auch jeden Euro, den sie einsetzen, der sie auch was kostet, wollen sie natürlich eine möglichst hohe Rendite. Wenn Sie es jetzt ganz theoretisch betrachten wollen, fragen Sie sich einfach mal, was sind denn Ihre Kosten des Kapitals? Das sind Ihre Opportunitätskosten, weil Sie könnten mit dem Geld ja auch was anderes machen. Stellen Sie sich jetzt vor, Sie haben 100 Euro in der Tasche. Dann können Sie sich überlegen, Sie kaufen eine Aktie, sagen wir mal, von Daimler oder Sie kaufen sich jetzt, ich weiß nicht, ein Computerspiel oder irgendwas anderes. Dann haben Sie ja Opportunitätskosten, wenn Sie die Aktie kaufen, weil Sie verzichten auf einen anderweitigen Konsum. Und dann wollen Sie für diesen Verzicht auf andere Konsummöglichkeiten, wollen Sie entschädigt werden und deswegen wollen Sie dann eine möglichst hohe Rendite, weil Sie nämlich mit dieser Rendite Ihren zukünftigen Konsum ja erhöhen können. Also Sie werden, wenn Sie Wirtschaftswissenschaften studieren und Mikroökonomik haben, werden Sie sich noch ganz en detail mit dieser Frage beschäftigen. Vielleicht hat Kollege Lenker schon auch in der Einführung in die VWL gemacht. Es geht am Ende für Sie als Haushalt oder als Wirtschaftssubjekt um Konsum. Sie wollen konsumieren. Und diesen Konsum müssen Sie finanzieren und Sie haben ein gewisses Einkommen. Das Einkommen erzielen Sie durch Arbeit. Und dann haben Sie einen intertemporalen Konsumausgleich. Sie verzichten möglicherweise heute auf Konsum, damit Sie morgen mehr konsumieren können. Sie sparen.
Und anstatt dass sie, wenn sie sparen, wollen sie auch eine gewisse Verzinsung haben, in normalen Zeiten. Und dann können sie auch alternativ zum Sparen eben in Firmen investieren. Und damit wollen sie eine Höhe, möglichst hohe Verzinsung. Und deswegen wollen sie natürlich eine hohe Rendite auf jeden Euro Kapital, den sie ansetzen. Deswegen nur ein hoher Gewinn sagt ja erstmal nichts darüber aus, wie gut das Unternehmen wirtschaftet. Das sehen Sie dann zum Beispiel 50.000 Euro Gewinn bei Daimler. Rendite ist das, was zählt. Und es muss das oberste Ziel sein, weil am Ende die Eigentümer, das haben wir auch bei den Rechtsformen gesehen, die Eigentümer, wie der Name schon suggeriert, die Eigenkapital überhaften voll. Und das sind diejenigen, die am Ende mit ihrem vollen eingesetzten Kapital gerade stehen müssen. Deswegen müssen die auch als erste Plätze mit ihren Ansprüchen befriedigt werden. Ja. Weitere Fragen dazu? Okay. Die Ziele müssen gewichtet werden. Und Sie müssen diese Ziele mit den jeweiligen Gewichten in den Zielsystemen zusammenfassen, dass Sie dann sehen, okay, wir verfolgen natürlich insbesondere das Ziel eines hohen Shareholder Values. Wir wollen schauen, dass unsere Mitarbeiter Gesetze einhalten, dass wir die Umwelt schützen, dass wir die besten Produkte am Markt produzieren und dass dann natürlich auch diese Ziele möglichst widerspruchsfrei sind und einen gewissen Realitätsbezug haben. Einfach nur zu sagen, wir wollen die schönsten, besten und schlauesten am Markt sein, das ist jetzt nicht sonderlich einfallsreich. Gut. Die wichtigsten Unternehmensziele sind hier nochmal aufgeführt. Ja, Sie sehen schon bei dem Gewinn ganz oben branchenüblich. Branchen würde ich sagen, wenn Sie sagen branchen- und größenüblich, dann sind Sie schon fast wieder bei der Rendite. Dann haben wir noch die Rentabilität des Eigenkapitals. Shareholder Value, Verbesserung der Liquidität, Eigenkapitalquote, Kreditwürdigkeit, Vergrößerung des Marktanteils, Erschließung neuer Märkte, Kapazitätsauslastung. Das sind typische wichtige Ziele. Es geht weiter. Verbesserung der Produktivität, Marktmacht, politischer Einfluss, Sicherheit des Unternehmens als Vermögensanlage, Erwerbsquelle, Sicherheit der Arbeitsplätze, Pension, Wahrung von Unabhängigkeit, Fortführung einer Tradition. Ganz nebenbei, ich dachte jetzt beim ersten Lesen so, ja, politischer Einfluss, ja, ist das so wichtig? Unfassbar. Kennen Sie Beispiele, wo das sicherlich der Fall sein dürfte? Ein ganz konkretes Beispiel. War von Ihnen schon mal jemand in den USA? Ja. Ne? Drei Buchstaben. Fox. Fox News, Fox Channel gehört wem? Rupert Murdoch. Und Rupert Murdoch ist ein australischer Medienmogul, dem nicht nur das Fox Network gehört, sondern auch zahlreiche Zeitungen in Großbritannien, in Australien. Und da kann man schon ahnen, dass dieses Management und der Eigentümer dieses Medienkonzerns, dass der auch ganz bestimmt politischen Einfluss nehmen möchte. Unternehmen möchten aber natürlich auch noch an anderer Stelle eine gewisse politische Einflussmöglichkeit haben, nämlich wo? Immer dann, wenn es um eine Regulierung geht. Wenn Sie jetzt Pizza-Unternehmer sind und der Staat kommt plötzlich auf die Idee und sagt, Pizzen sind so ungesund, Sie müssen demnächst auf Ihre Pizzaschachteln den Fettanteil drucken, dann werden Sie sich eventuell, werden Sie das Typische machen, was viele andere Branchen vorhin getan haben, dann werden Sie den Verband der Pizzabäcker gründen und dann werden Sie als Lobbygruppe, werden Sie bei der Politik vorstellig werden und werden versuchen und sagen, das ist doch überhaupt nicht nötig, das braucht man doch gar nicht, das schreckt doch nur die Kunden ab. Und dann werden sie versuchen, politische Einflussnahme zu nehmen. Das Beispiel ist noch nicht mal so hanebüchen, wie es vielleicht auf den ersten Blick scheint. Denken Sie mal an die Süßwarenhersteller und an andere Lebensmittelbranchen, die versuchen ja gerade genau solche Lebensmittelampeln zu verhindern. Und da an der Stelle werden sie definitiv versuchen, politischen Einfluss zu bekommen, damit sie nämlich solche negativen Entwicklungen für sie und für ihr Geschäft, um das verhindern zu können. Gut. Sie haben Ziele und Sie haben so ein Zielsystem entworfen. Und dann sind Sie ganz schnell bei dem Thema Corporate Identity. Denn die Ziele, die Sie sich setzen, die sollen im Unternehmen ja gelebt werden. Und genau das beschäftigt sich die Corporate Identity, nämlich mit Denkmustern, Verhaltensweisen, Strukturen und Beziehungen auch.
eines Unternehmens nach innen und nach außen, und sie wollen sich quasi, sie wollen ihrem Unternehmen eine Art Identität und eine Art Seele geben, dass sie also nach bestimmten Regeln leben, dass sie eine gewisse Philosophie haben. Wir sind insbesondere am Umweltschutz interessiert. Bei uns im Unternehmen soll alles nachhaltig sein. Und was umfasst dann eine solche Corporate Identity? Zum einen Corporate Design, ist relativ einfach. Schauen Sie mal, haben wir irgendwo hier unser Corporate Design? Ich sehe es nicht. Sie haben auf den Unterlagen in Ihrem Unternehmen, auf der Homepage, in allen Möglichkeiten, in allen Formen der Unternehmenskommunikation, haben Sie eine einheitliche, ein einheitliches Layout, ein einheitliches Auftreten. Und Sie wollen damit nach außen dokumentieren, wir sind ein Unternehmen. Wir treten als ein Unternehmen, als eine Gruppe von Menschen auf, die alle die gleichen Werte vertreten. Und das unterstützen Sie mit einer Corporate Identity und einem gemeinsamen Corporate Design. Nebenbei, die Uni hier hat gerade ihr Corporate Design geändert, vielleicht haben Sie es schon gesehen. Corporate Communication, also dass Sie natürlich auch eine Unternehmenskommunikation haben, die versucht, die Darstellung und die Wahrnehmung des Unternehmens in der Außenwelt positiv zu beeinflussen, und dass Sie dann auch so etwas wie eine Art Verhaltenskodex auflegen, dass das Unternehmen und die Mitarbeiter sich nach bestimmten Regeln verhalten sollen. Das wird teilweise vorgegeben, das wird auch teilweise gelebt und entwickelt sich so. Es gibt, können Sie sich, geben Sie mir mal Beispiele für eine gewisse Form von Corporate Behavior, von Verhaltensregeln, die teilweise im Unternehmen einheitlich eingehalten werden. Ganz simple Dinge, ja? Supermarktkasse, dass Sie immer Dankeschön für Ihren Einkauf sagen. Ja, ganz, sehr schönes Beispiel. Das ist teilweise noch extremer. Das ist mir mal aufgefallen bei Toys R Us. Die haben tatsächlich neben der Kasse, zumindest in den USA war das so, die hatten neben der Kasse fest angetackert so eine Vorschrift, wie die Kunden anzusprechen hatten, was die zu erfragen hatten und wie die sich verabschieden sollten. Das ist natürlich nicht vorgeschrieben. Weitere Beispiele. Das Duzen der Kunden bei Starbucks und Ikea. Ja, schönes Beispiel auch für den Kundenkontakt. Sie duzen die Kunden und sprechen sie mit Namen an, der fragenden Namen. Ich finde es immer etwas nervig, aber gut. Geht aber weiter. Sie können auch feststellen, dass in manchen Unternehmen duzen sich alle, in anderen Unternehmen sieht man sich. Es gibt Regeln, dass Sie beispielsweise dann im Office, wenn Sie im Büro sind, dass Sie dann auch einen Casual Friday haben, dann dürfen alle in kurzer Hose und in Jeans kommen. Ich habe mal eine Sache gehört, die fand ich richtig schön. Bei einer Bank in Düsseldorf, da gab es für die Angestellten unterschiedlich farbige Tabletts. Nämlich für die leitenden Angestellten in der einen Farbe, für den Rest in der anderen Farbe. Stellen Sie sich das mal vor, wenn ich in die Mensa gehen würde und ich würde dann an Ihnen an der Schlange vorbeigehen und sagen, haha, ich hole mir jetzt mein rotes Tablett und ich darf an Ihnen vorbeigehen. Ja, das hat einen Einfluss auf die Mitarbeiterzufriedenheit, und Sie würden sich auch dann denken, was soll das, wieso darf der jetzt hier die Schlange skippen? Also, das sind Dinge, die werden teilweise vorgegeben, es gibt aber auch Dinge, die werden gelebt. Ja? Gerade so das Duzen in Unternehmen, das entwickelt sich dann auch ab und zu schon mal einfach so von alleine. Und das alles ist Corporate Behavior, teilweise sehr kleinteilig, ja? Also Duzen oder Siezen ist ja eine Kleinigkeit, aber das wird teilweise so gelebt. Gut. Das sind so Dinge zur Planung und zur Entscheidung. Also Sie müssen sich Ziele vorgeben. Sie brauchen ein Zielsystem als Unternehmen, als Management. Sie müssen diese Ziele leben. Sie müssen das Ganze auch an Ihre Mitarbeiter kommunizieren. Auch das sehen Sie häufig in Unternehmen, dass da irgendwo dann groß hängt, unser Ziel ist Kundenzufriedenheit. Unser oberstes Ziel ist der Kunde. Der muss zufrieden sein. Dass Sie also versuchen, auch Ihren eigenen Mitarbeitern das nochmal klar zu machen. Dann entscheiden Sie sich erstmal für bestimmte Handlungsalternativen. Sie müssen sie bewerten. Und dann müssen Sie sich für bestimmte Entscheidungen entscheiden, für eine Alternative. Und dann müssen Sie das Ganze kontrollieren. Und dann kommt man relativ fix von der Kontrolle zum Controlling. Controlling ist ein eigenes Fach bei uns. Das vertritt der Kollege Diedrich, die interne Unternehmensrechnung. Nennt sich eben neudeutsch und auf Englisch Controlling.
Was können Sie sich vorstellen? Was ist interne Unternehmensrechnung? Hat da jemand eine Idee? Was ist externe Unternehmensrechnung? Ich habe ja schon mal erklärt. Ja? Buchführung. Die gesetzlich vorgeschriebene Buchführung und das Aufstellen des Jahresabschlusses. Das ist die externe Rechnungslegung und die externe Unternehmensrechnung, weil sie stellen die Kennzahlen des Unternehmens für Unternehmensexterne, nämlich insbesondere den Wirtschaftsprüfer, den Staat und die Öffentlichkeit dar. Was ist dann interne Unternehmensrechnung? Ja? Nur für interne Zwecke nutzen. Ist häufig die Basis für die externe Rechnungslegung, aber in der internen Unternehmensrechnung berechnen Sie solche Kennzahlen und stellen Sie das alles nur für interne Zwecke zusammen. Ich bin kein großer Rechnungsleger, aber ich stelle mir das einfach immer so vor, in der externen Rechnungslegung machen Sie es aufgrund von externen Zwängen und weil Sie extern vom Gesetzgeber gezogen werden, intern machen Sie es aus betriebswirtschaftlich sinnvollen Gründen. Wenn Sie feststellen, es macht Sinn, eine Kennzahl zu erheben, wie viele rote Pullis tragen Ihre Kunden, das hat einen Einfluss auf meinen Verkauf, dann interessiert das keinen Wirtschaftsprüfer. Und das ist auch eine Kennzahl, die wird keinen Investor wirklich jucken. Aber wenn Sie für sich festgestellt haben, das macht einen Unterschied, ob Sie rote Pulli tragende Kunden haben oder Kunden, die mit einem blauen Pulli in Ihr Geschäft kommen, dann ist das eine Kennzahl, die können Sie in der internen Unternehmensrechnung können das erheben und können damit arbeiten. Und dann kommen Sie langsam zum Controlling, wenn Sie solche Kennzahlen erheben, natürlich sinnvollere Kennzahlen als das, was ich jetzt beschrieben habe, wenn Sie solche Kennzahlen erheben und intern kontrollieren, wie läuft Ihr Geschäft. Und das ist eigentlich Controlling, nämlich einen Kontrollmechanismus und ein Zahlenwerk, damit das Management überprüfen kann, was passiert gerade im Unternehmen, wie läuft das Unternehmen, wie muss ich eventuell auch darauf reagieren. Und dann komme ich eben hier von der Kontrolle zum Controlling. Sie sehen schon, ich habe da eine Ergebniskontrolle, Qualitätskontrollen, Verhaltenskontrollen, auch Benchmarking. Und ja, da würde ich sagen, fange ich jetzt gar nicht mehr groß mit an. Sie können ja schon mal ein paar Folien weiter blättern, sich das durchlesen. Haben Sie Fragen? Das scheint nicht so der Fall zu sein. Bitte geben Sie die Evaluationslösung nach vorne. Und ich würde mich, wie gesagt, freuen, wenn Sie an unserer Datenerhebung teilnehmen würden. Schicken Sie einfach eine E-Mail an diese E-Mail-Adresse. Ich schicke das auch nochmal rum. Dann danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche sehen wir uns nicht mehr. Ich darf Sie alle daran erinnern, dass wir 2 zusätzliche Termine beim Kollegen Wagner haben und noch 2 Termine von mir nachgeholt werden müssen. Schauen Sie also in AlmaWeb nach, wann diese Extra-Termine liegen. Die sind natürlich, wie alles andere, auch klausurrelevant. Dann danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen frohe Feiertage und erholsame Ferien. Dankeschön.